Mahlzeit und herzlich willkommen in Kooperation mit dem Festival Stark. Habe ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir, denn das ist der Kai vom Rock Harz Festival. Schönen guten Tag. Genau, wir unterhalten uns ja hier nicht aus purer Langeweile, auch wobei wir schon ein, zwei Mal telefoniert haben und da eigentlich auch nie Langeweile aufkam. Aber demnächst steht das Rock Harz an und ich muss mich da ein bisschen outen. Ich war noch nie auf dem Rock Harz, ich war schon auf dem einen oder anderen Festival und deswegen quetsche ich dich jetzt ein bisschen aus. Wie ist es beim Rock Harz? Was erwartet mich? Was erwartet andere Leute, die noch nie auf dem Rock Harz waren? Und ja, da gehen wir heute so ein bisschen drauf ein und schauen uns mal, wohin uns unser Weg führt. Ja, genau. Ja, also es ist total schön auf dem Rock Harz, muss ich sagen. Nee, also was erwartet so den Besucher? Also erstes Mal ist es ja geografisch eine schöne Ecke, also mitten im Harz, man sieht so im Hintergrund, am Horizont zeichnet sich der Brocken ab, direkt über den Campingplatz guckt man jeden Morgen auf die Gegensteine mit der Teufelsmauer. Das ist schon eine Gegend und auch generell auch dieser Platz ist schon ein bisschen speziell und ein bisschen besonders. Und ja, da gibt es schon mal so ein Grundambiente irgendwie, was man ansonsten, wenn man auf ein anderes Festival fährt, was jetzt auf dem Acker, sag ich mal, stattfindet, was ja grundsätzlich gar nicht verkehrt ist, weil ja viele Festivals so stattfinden, aber es hebt das schon mal so von typischen Acker-Festivals, sag ich mal, ab. Ja, ich sag mal, da gibt es ja viele Festivals mit vielen Ambienten und das ist einfach, da kann sich ja wirklich mittlerweile jeder Rad das raussuchen, was er will. Und aber es ist wie gesagt schön, dass du das so ein bisschen umschreibst. Das ist dann einfach, sonst kann man sich das immer schwer vorstellen. Man sieht ja sonst immer nur die Bilder, diese massenweise Zelte, die Stages und so weiter. Und ja, auf dem ersten Blick auf so ein Foto kann man ja so einen besonderen Eindruck gar nicht einfassen. Nee, ist auch mit Kamera generell sehr, 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 sehr schwierig, irgendwie da so die Stimmung so mitzunehmen. So, und ansonsten erwartet ein guter Boden zum Zelteaufbau. Das ist schon mal gut. Das spreche ich schon mehrfach aus Erfahrung. Entweder kriegst du den Hering nicht rein oder er versinkt direkt 3 Meter im Schlamm. Ja, also mit Schlamm haben wir tatsächlich, also selbst wenn mal Regen, es soll ja auch bei uns mal regnen, selbst in Regenfällen irgendwie nie Problem, weil das versickert alles sofort. Der Boden ist nicht steinig, das ist halt richtig schöne Wiese, sage ich jetzt mal so. Oder? Also wer tatsächlich noch klassisch ein Zelt aufbaut oder sein Pavillon da festmachen will, der muss nicht lange suchen, wo er seine Heringe reinkloppt, der kann einfach aufbauen, Heringe reinmachen, fertig. Ja, dann haben wir ein schönes Infield mit dem, was auch nicht bei jedem Festival üblich ist, also nicht vor allem nicht bei den größeren Festivals, mit einer Doppelbühne, die tatsächlich immer abwechselnd bespielt wird, aber halt nie gleichzeitig. Also es gibt halt nicht diesen Punkt, dass man sich irgendwie entscheiden muss, auf welcher Bühne man sich welche Band anguckt, weil man irgendwo was verpasst, sondern man kann, wenn man denn möchte und wenig zu sich nimmt, tatsächlich alle Bands, die auf diesem Festival spielen, kann man sich auch angucken, weil es keine Überschneidung gibt. Genau, das finde ich auch ein ganz, ganz sympathischer Akt, denn man hat das ja auch gerade bei so ganz großen Festivals, dann, ich sag mal so, gibt es ja sowohl das Wacken als auch, wie heißt es hier Belgien ist es, das Grasshop, glaube ich auch. Da hat man ja teilweise 6 Bühnen und da kommt es ja sowieso zu Überschneidungen. Und das wäre nämlich auch eine meiner Frage gewesen. Habt ihr das dieses Jahr das Konzept geändert? Vielleicht noch irgendwo eine Biergarten-Stage hingesetzt oder eine Mini-Bühne oder so etwas? Oder bleibt ihr da eurem Konzept treu? Wer nach vorne geht, kriegt auch alles serviert. Also wir leben ja in einer Zeit des Wandels. Und es gibt ganz bestimmt ganz viele Sachen, die bestimmten Reglements unterworfen sind, wo sich mal Umstände ändern können. Aber dieses Konzept mit dieser einen Bühne, das ist tatsächlich was wir sehr bewusst machen, was uns auch ans Herz gewachsen ist und was uns selbst auch wichtig ist, weil wir selber traumatische Erfahrungen von anderen Festivals haben, wo man sich entscheiden muss, guckt man Opes oder guckt man irgendwas anderes Schönes und man hat sich meistens für das Falsche entschieden.
Nee, also dieses Zwei-Bühnen-Konzept ist sehr, sehr bewusst getroffen. Wir haben ja mal eine kleine Bühne noch zusätzlich gehabt vor vielen, vielen Jahren. Aber die wurde, glaube ich, auch nur am Mittwoch vor Infield-Öffnung noch bespielt. Also ansonsten ist es das, was ist unser Herzstück. Das begreifen wir auch so und das liegt uns am Herzen und das bleibt. Also wenn es was Ja, gibt, was ja. erstmal unumstößlich ist, dann ist es dieses Zwei-Bühnen-Konzept. Gut, nee, das habe ich auch schon von vielen gehört und ich bin da auch mittlerweile selber mit meiner Frau fahre ich gerne aufs Festival und wir haben es mittlerweile auch, ne, da, wenn man dann halt schon zu viert, zu fünft ist oder vielleicht noch eine größere Gruppe, das zersplittert sich, man findet sich eh nicht und dann ist immer große Katastrophe und man ist dann irgendwie drauf auf dem riesigen Festival, ja, ich sag mal, man ist nie alleine, aber ja, irgendwie ist das dann doch manchmal schwierig und mehr Koordination nötig als eigentlich irgendwie auf so einem Festival man das machen möchte. Und deswegen finde ich das immer sehr angenehm, Bands mit einer, beziehungsweise im Idealfall mit dieser Doppelbühne. Da kann einfach auf der einen Bühne abgebaut werden und aufgebaut werden, während die andere bespielt wird und hat also quasi keine lange Downtime. Finde ich als Fan auch immer ganz angenehm. Dann hat man vielleicht noch zwischendurch Zeit, sich ein Bierchen zu holen und dann geht es direkt weiter. Und was für die Bands besonders ist, dass beide Bühnen auch tatsächlich über die identische technische, sowie, also sowohl von der Größe als auch von der technischen Ausstattung verfügen. Und auch jede Band, von der ersten Band, die um 13 Uhr mittags spielt, bis zum Headliner, die gleiche Bühnengröße und Equipment benutzen kann und darf. Also ist nicht so wie manchmal, dass dann abgesperrt ist und man dann irgendwie vorne irgendwie bloß noch einen halben Meter hat, wo sich eine Band bewegt. Also bei uns alle Bands die Bühne so nutzen, wie sie da steht. Was auch Ja, das dazu führt, dass wirklich kleinere Bands sagen: Oh mein Gott, wir haben noch nie auf so einer großen Bühne gespielt. Das ist ja für uns der totale Knaller. Ja, das ist es halt so. genau, ich hatte auch zwischendurch, das habe ich auch schon gehört, ich habe mich zwischendurch mal bei euch auf dem Kanal, auf YouTube-Kanal geguckt und auch natürlich gesucht und dann kommt man natürlich auch über lang oder kurz auf den Namen der wahre Lukas, der macht ja auch ganz viel übers Rockharz und hat auch schon to ganz tolle Beiträge gemacht, deswegen Shoutout, schaut da mal vorbei, googelt da gerne mal nach, sucht bei YouTube nach und da hatten auch viele oder ein paar Bands hatten das gesagt oder ein paar andere, mit denen ich Kontakt hatte, hatten das ähnlich erwähnt, dass die wirklich froh waren, aber auch großen Respekt hatten und das erste Mal auf so einer großen Bühne in Volleinsatz standen. Zum Beispiel, ich war letztens eine Zeit lang mit All for Metal unterwegs und die haben ja auch mehr oder minder, die gibt es ja noch gar nicht so lange, aber die Konstellation selber hatte ja beim Rockharz tatsächlich so ihre, ich möchte nicht sagen, die erste Feuertaufe, ich bin mir da gerade gar nicht sicher, bevor ich was Falsches sage, aber das war schon für gerade auch für die Musiker selber aus der Band teilweise das. So ein von 0 auf 200 Start mit so einer großen Stage. Finde ich von daher gesehen sehr, sehr cool, dass ihr dann eben auch den kleineren Bands die Möglichkeit gebt und dass die halt nicht, jetzt, wenn man das böswillig sagen will, irgendwo halt mitnimmt, aber auf eine kleine Bühne abgeschoben werden. Gefällt mir persönlich jetzt sehr, sehr gut. Finde ich geil. Ja, finde ich auch. Also auch als Besucher würde ich es sehr, sehr zu schätzen wissen. Ich war ja relativ selten als Besucher auf dem Rockhard. Also in meinem ganzen Leben war ich vielleicht zwei, dreimal als reiner Besucher da. Genau, das hatten wir auch ein bisschen gesprochen. Du bist ja jetzt ein bisschen seit einiger Zeit fest im Team und vorher so lose. Wie lange warst du von Gründung an dabei oder bist du dann auch später irgendwann dazugestoßen? Und wenn ja, wie? Also war das dann direkt in den Workflow mit rein oder warst du wirklich tatsächlich auch vielleicht die ersten Male noch privat vor Ort? Die ersten Male war ich quasi als Dienstleister vor Ort, also als privater Dienstleister mehr oder weniger. 2005, da fand das Festival noch in Osterode, Dorste auf dem Sportplatz statt, mit Zeltplatz auf der gegenüberliegenden Feld, Kuh, Weide, was auch immer. War nicht sehr groß, war glaube ich schon vierstellig. Mal gucken, was hatten wir so 2005? Hier steht 2500 Besucher. Weiß ich nicht, ob das sich auf beide Tage verteilt. So viel kam mir es nicht vor. Da habe ich Die tatsächlich, Hälfte liegt ja auch immer im Zelt. da
Und da war ich tatsächlich mit einer Videokamera vor Ort und habe da ein bisschen für den Veranstalter gefilmt. Also nicht, dass er mich beauftragt hat, ich habe ihn halt gefragt, ob ich das. Ich kannte den Veranstalter, ich habe damals Musikmagazin gehabt, er hat damals in der Band gespielt, da kannten wir uns sowieso schon so seit Mitte der 90er so lose. Irgendwann wurde mir das mal zugetragen, dass es da irgendwie so ein kleines, schönes Open Air gibt. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann. Ich war damals selbstständig, habe Video-DVD-Produktionen gemacht und habe gesagt, mal so unter uns so ein bisschen Praxiserfahrung für mich, ob wir da nicht vorbeikommen können und ein bisschen was filmen. Und würden ihm das dann auch überlassen, produzieren, wie auch immer. Wie man halt so anfängt, wenn man sich in solchen Bereichen selbstständig macht. Du, das brauchst du mir nicht erzählen. Das ist Das ja ist bei ja. mir gerade ähnlich, ne? Da gehe ich gerade im Moment ganz ähnliche Wege. Ja, da musste ich auch gerade schmunzeln. 20 Jahre her, manche Sachen ändern sich nie. Ne, das Ja, und ist so. daraus ist irgendwie eigentlich gar nicht viel geworden, außer ein kleiner 3-Minuten-Trailer. Und haben uns aber vorgenommen, mit im nächsten Jahr wiederzumachen. Und dann sind wir im nächsten Jahr mit einem größeren Team da schon angerückt und ein bisschen mehr Equipment. Und dann haben wir von 2006 bis 2012, glaube ich, also bis 10 gab es auf jeden Fall, die Festival-DVDs gemacht. Da gab es richtig Festival-DVDs, auch mit Konzert, also mit Dingsmitschnitten, was man damit damals noch an Rechten alles abklären musste. Jede Band fragen, darf deine Kamera auf die Bühne gerichtet werden? Ja, nein, vielleicht darf das verwendet werden. Danach die Freigaben, Bands, Label, Management. Wir haben von durchschnittlich so 10 Bands quasi einen Live-Clip geschnitten, hatten auch Tontechnik dabei. Da haben wir richtig schon ein bisschen größer aufgefahren und haben halt viel Impressionen, Sachen und dann halt so einen ganzen 50, 60 Minuten Film-DVD sozusagen gemacht mit Live-Mitschnitten und alles. Und ja, da ist halt so über die Jahre der Kontakt natürlich auch immer fester geworden. Und irgendwann haben wir es dann nicht mehr gemacht. Da wurde es dann wahrscheinlich auch ein bisschen knapp. Da musste man mal ein bisschen sparen an 2, 3 Ecken. Und wir hatten dann irgendwann ein Niveau erreicht, was man natürlich auch nicht mehr irgendwie mit 5 Kumpels und jedem eine Kamera in die Hand drücken machen kann. Also haben wir dann auch mal ausgesetzt. Und in der Zeit wurde ich aber auch weiterhin mal eingeladen und kam mal vorbei oder wir grillen oder wir kommen mal auf einen Kaffee und wie auch immer. Ja, weil der Kontakt halt auch nie abgerissen ist, wurde ich dann halt im letzten Jahr gefragt, ob ich denn beruflich vielleicht wieder Kapazitäten hätte. Sie würden da irgendwie jemanden suchen, der sich da wieder ein bisschen verstärkt drum kümmert, also ursprünglich auch für die Video- und Medienproduktion vor Ort. Ja, und dann bin ich mal wieder auf dem Kaffee vorbeigefahren und dann hat sich alles weitere so ergeben und mittlerweile bin ich so im Team integriert im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecher, grob Planung von diversen Veranstaltungen, so diese Glück und Dosen, diese Gala, also diese Spendengala nenne ich es jetzt mal, so die Preisübergabe und sowas, da ein bisschen involviert. Und auf dem Festivalgelände selber mache ich aber hauptsächlich wieder die Video- und DVD-Produktion, also die DVD sage ich schon, die Videoproduktion und bin dann halt auch für die Presse, die vor Ort ist, dann ein bisschen der Ansprechpartner, damit sie auch mal ein Gesicht zum Festival haben. Ja, das ist immer ganz gut, wenn man vor Ort jemanden hat, der dann Bescheid Ja, weiß das ist. oder. Das kann man ab einer bestimmten Festivalgröße von, ich sag mal jetzt, vom Geschäftsführer der Veranstaltung, kann man das nicht mehr erwarten. Also das sind so viele Sachen, um die sich da gekümmert werden muss und die was von einem wollen. Da kann man sich nicht mehr ruhigen Gewissens irgendwie vor eine Kamera oder vor ein Mikrofon stellen. Da hat man gar nicht Zeit und Nerven für. Das glaube ich. Ja, und wie gesagt, das ist dann quasi auch der Weg, wo wir dann sozusagen zueinander gefunden haben, ne? Ja, bei mir ist es ja ähnlich auch, ne? Um da jetzt mal kurz einen kleinen Schwenk zu machen, ich habe ja auch mit der Fotografie, ne, mich rumgetestet und so weiter und suche da jetzt auch meinen Weg. Ich glaube, anders geht es auch nicht mehr. Das ist auch beim Festival. Da muss man einfach, da kann man, glaube ich, nicht mit dem Masterplan rangehen und sagen, da stehe ich in 10 Jahren. Ich denke, das war auch wie wird beim Rock Harz wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen sein, dass man gemacht hat, geguckt hat von Jahr zu Jahr, wo geht's hin, was war gut, was war schlecht. Und
Da bin ich auch schon bei der nächsten Frage. Ihr habt ja jetzt letztes Jahr waren ja offizielle Besucherzahlen 24.000 angegeben und hattet ursprünglich vor, die zu halten. Dann würde ich mal fragen, habt ihr das gemacht oder habt ihr da noch ein bisschen erweitert, weil ihr wart ja dieses Jahr sehr, sehr früh ausverkauft? Oder gibt es wieder so ein kleines Wachstum? Weil ihr hattet irgendwo, hatte ich so eine Tabelle gesehen, ich glaube Wikipedia oder so, und da sieht man tatsächlich doch immer so fast jedes Jahr so einen kleinen Schub nach vorne. Wie schaut es da aus? Also, wenn ich nochmal aufgreifen darf, wir hatten tatsächlich bis 2023 in den letzten 10 Jahren immer ein 10% Wachstum. Diese 10%, die waren halt auch notwendig, um immer Kostensteigerungen abzufedern, um nicht halt alles, was teurer geworden ist, auf Tickets umzulegen, um gestiegene Infrastrukturkosten, um das alles ein bisschen zu kompensieren. Da haben wir halt immer mit 10% Wachstum kalkuliert und haben das auch eingehalten. Seit 2014 sind wir immer ausverkauft gewesen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, noch nie so zeitig wie jetzt. Also das Festival ist im Juli. Wir waren manchmal 4 Wochen vorher ausverkauft oder 2 Monate oder vielleicht auch schon mal zu Ostern. Aber dass wir Im tatsächlich Herbst letzten Jahres war das jetzt, glaube ich, schon nur. Das ging ja ruckzuck. Sommer, also Vor Sommer, ja. 4 Wochen, nachdem im Juli der Ticketverkauf gestartet ist, Anfang August, war das Festival ausverkauft. Ja, natürlich wahrscheinlich schade für ganz viele, die dann gesagt haben, ich muss erst mal gucken, wann ich meinen Jahresurlaub nehme. Aber auf jeden Fall mal Glückwunsch an eure Sache. Irgendwas scheint er da auf jeden Fall richtig gemacht zu haben. Ja, also wir haben auch so teamintern so gerätselt, so, ach, schaffen wir es vielleicht mal vorm Jahreswechsel oder so. Wir haben ja noch nie vorm Jahreswechsel einen Ausverkauf gehabt. Immer erst im neuen Jahr, meistens erst im März oder April. Und also vorsichtige Schätzer haben gesagt, ach, vielleicht schaffen wir es sogar schon im Oktober oder so. Aber dass wir im August ausverkauft sind, hat Und dann natürlich nicht gerechnet. BÄM! Das Ticketkontingent war und ist, wie versprochen, bei den 24.000 vom Jahr 2023 geblieben. Und auch wenn wir jetzt quasi von der Nachfrage her wahrscheinlich 35.000 Tickets hätten verkaufen können, haben wir uns natürlich auch daran gehalten. Ist jetzt nicht nur eine Sache von dem Versprechen. Diese Planung ist ja auch aus verschiedenen Gründen erfolgt. Nach Corona hat sich der Rockhards das Team neu zusammengefunden. Da ist ein neues Basisteam entstanden, was die bisherigen Geschäftsführer quasi so entlastet, was ein paar Verantwortlichkeiten auf mehreren Schultern verteilt hat, weil also bis zu 2017, 18, 19, muss man auch sagen, haben mit im Prinzip 2 Leute alleine gemanagt. So, da war das Team, was da gearbeitet hat, waren 3 oder 4 Leute, was halt fest gearbeitet hat. Und irgendwann hast du halt eine Größe und auch einen Aufwand erreicht, wo du das eigentlich gar nicht mehr managen kannst. Und im laufenden Betrieb hast du aber auch keine Möglichkeit, das zu rekapitulieren. Und dann hast halt nicht irgendwie den Punkt zu sagen, so, was eigentlich, nee, du Festival ist zu Ende, du fängst an, fürs nächste Festival zu planen. Genau, Das Zeit muss ja immer rennt. weitergehen. So, und wenn man dieser Corona-Zeit etwas zugute halten kann, auch wenn es natürlich schwerfällt, da was Gutes dran zu finden, war es aber tatsächlich so, dass es gab halt die Vollbremsung, es stand plötzlich alles und man hatte mal die Möglichkeit zu sagen, wir laufen eigentlich seit Jahren überm Limit von dem, was wir leisten können personell. Wir müssen da was machen, ansonsten frisst uns das auf. Und dann hatte man natürlich auch die Möglichkeit, die Struktur zu überdenken. Irgendwas musste man ja machen. Also hat man halt geguckt, wie stellt man sich für die Zeit auf, wenn es wieder weitergeht. So, und dann geht man dann sozusagen, 22 war noch ein bisschen so, das noch nicht ganz so. Ab 23 war es quasi ein neues Team auf dem Platz, die zwar alle, so wie ich, alle schon mal irgendwas beim Rockhard zu tun hatten. Also wir sind nicht untereinander alle fremd gewesen. Aber viele waren halt mal am Bierwagen mal ausgeholfen oder man kannte den, weil das der Sohn vom Hauptklempner gewesen ist oder sowas. Also das sind alles Leute, die irgendwie schon irgendwas auf dem Rockhard gemacht haben.
Und daraus hat man dann ein Kernteam gebildet und das hat man 23 in der Konstellation zum ersten Mal auf den Platz geschickt. So, und Ja, damit ja. man selber auch weiß, damit das halt noch ein bisschen wächst und noch ein bisschen sich findet, hat man relativ zeitig schon gesagt, dass man für 24 kein Wachstum möchte, damit das Team sich nicht gleich wieder mit neuen Herausforderungen quasi konfrontiert sieht, sondern damit man halt auch mal sieht, dass man so quasi in laufende Prozesse optimiert und verbessert. Also nicht immer bloß wachsen, 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 sondern einfach mal das, was schon da ist, einfach besser machen. So, und Ja, das ist das Grundprinzip. Und deswegen. ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst ist das irgendwann, es steckt ja auch immer eine riesige Logistik hinter, selbst wenn man nur irgendwie den Campingplatz um einen gewissen Bereich erhöht, dann muss mehr Zaun, mehr, was weiß ich nicht, Dixie-Toiletten, Abpumpfahrzeuge, wie gesagt, ich war ja noch nie bei euch, was das, auf jeden Fall hängt da ja ein riesen Rattenschwanz hinten dran und ja, wenn man diese neuen Sachen organisiert, kann man sich halt nicht um die alten Wege vielleicht kümmern, wie man die optimieren kann. Da hast du schon ganz recht. Genau. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gesunder Weg, da dann wirklich mal zu sagen, ich lasse dem Team vielleicht mal dieses Jahr, um sich noch weiter einzuarbeiten. Genau, Ach, ja. ja, und selbst wenn es nicht bloß ums Team geht, also auch so, dass das Festival an für sich, es gibt ja immer Sachen, die man besser machen kann. So, und von der Nachfrage her, wir hätten 23 schon 30.000 Karten verkaufen können. Wie gesagt, 24 wahrscheinlich 35.000 Karten. Wir hätten auch die Kapazität und den Platz. Also daran würde es grundsätzlich nicht scheitern. Aber wir wollen natürlich in erster Linie ein Festival, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie, wenn sie regelmäßig hinkommen, auch immer noch das Festival wiedererkennen. Wenn du Stammbesuchern von jetzt auf gleich ein 40.000er Festival vor die Nase setzt, ja, dann Ja. fühlt sich das aber nicht mehr, dann fühlt sich das nicht mehr an wie das Rockharz, was alle liebgewonnen haben im Laufe der Jahre. Und uns liegt ja unsere Stammklientel auch sehr am Herzen. Und ich selber, ich bin ja auch, mir ist ja selber das Rockharz auch aus dem Grund ans Herz gewachsen, weil es für mich ein besonderes Flair hat, weil es halt, obwohl es ja mittlerweile doch ein bisschen mit 24.000 nicht mehr klein ist, aber es hat trotzdem noch einen familiären Charakter, das Miteinander. Ob das jetzt so von Crew, von Team, von Leuten auf dem Zeltplatz, von Standbetreibern, da trifft man immer noch Leute, die hat man vor 12 Jahren schon gesehen. Und die findest du natürlich wieder, weil die Einkaufsmeile halt mit 150 Meter auf beidseitig überschaubar ist. Du musst halt nicht an 10 Orten 500 Meter Einkaufsmeile hinbauen, um deine Leute zu bespaßen, sondern es findet sich halt alles wieder. Dieses ganze familiäre, was ja auch die Gäste immer sagen. Wenn du Leute fragst, was gefällt dir am besten beim Rockhart, die erste Antwort ist immer, es ist so schön familiär. So. Habe ich auch schon Integriert man gehört, das? ne? Wie gesagt, sie war jetzt auch mit, wie gesagt, habe ich Tetzel und seine Freundin, hatte ich mich unterhalten und sie meinte auch, ja, total cool, total tolles familiäres Festival, wir sind da jedes Jahr und ja, höre ich halt von ganz vielen Ecken, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, es dieses Jahr dann selbst zu erleben. Was ich persönlich auch sehr cool finde, ist der Aspekt, gibt es bei vielen Festivals nicht. Camping neben dem Auto wird wahrscheinlich auch weiterhin so beibehalten. Das ist oder sind da auch schon Überlegungen, sowas auszugliedern? Weil es gibt ja manchmal auch separate Parkanlagen und dann muss man sein Zeltgerümpel auf dem Parallelplatz aufschlagen oder so. Nein, muss man grundsätzlich gar nicht. Wir haben die Möglichkeit für Leute, die einfach ein bisschen mehr Platz um ihr Zelt haben, wo haben möchten, die haben die Möglichkeit, werden wir in diesem Jahr auch das erste Mal etwas größer publiz also bekannt geben. Man kann das Auto auch rausfahren und draußen stehen lassen. Dann hat man halt, dann kann man halt noch einen Swimmingpool und keine Ahnung, Ja. ein Planschbecken und noch ein Pavillon hinstellen. Aber grundsätzlich gibt es die Fläche und die Fläche ist dafür ausgelegt und auch das Festivalkonzept ist dafür ausgelegt. Sieht es halt vor, du fährst halt mit einem Auto, stellst dein Zelt daneben und kannst da halt parken. Also so wie ich, bin jetzt schon ein bisschen älter, aber so wie ich quasi so ab Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er eigentlich jedes Festival. Ich glaube, ich war in meiner Jugend auf allen Festivals, wo ich war, war das normal, dass du irgendwie fährst mit einem Auto auf eine Wiese, stellst daneben ein Zelt auf. Fertig. Ja. So. Bierchen.
Die ersten Festivals, wo ich war, Faxe Commerce oder sowas, noch Anfang der 2000er oder Ende der 90er, ich kenne es im Prinzip gar nicht anders. Ich kenne auch Ende der 90er Wacken nicht anders. Ich war jetzt so schon 15 Jahre nicht mehr in Es ist immer noch Wacken. so, ja. Ist auch immer noch so. Ja, das ist halt auch das, was ich mit dem klassischen Festivalbesuch verbinde. Empfinde ich auch so, aber es gibt ja bei manchen Sachen gerade, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Auflagen gibt oder was, wo das dann tatsächlich gemacht ist. Ich glaube damals, das gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, das alte Wistful Force am Flugplatz, das gibt es sowieso in der Art auch nicht mehr. Da war das zum Beispiel so, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, was soll der Scheiß denn? Aber gut, ist dann halt so. Aber ne, deswegen hatte mich einfach interessiert. Da gibt es übrigens wieder eins dieses Jahr. Genau, es gab ja auch dann nicht das Wistful Force, sondern es gab ja zwischendurch das Full Force in Metropol irgendwas, keine Ahnung, das ist von mir aus gesehen ganz weit im Osten. Da Das bin ich gibt es jetzt im immer noch. meisten nicht so aktiv, genau. Da bin ich gerade gar nicht so im Thema, weil ja, es gibt, ich komme jetzt aus dem Ruhrpott, aus dem Dortmund und hier gibt es alleine hier in der Umgebung so viele coole Festivals, neben den großen, wo man auch schon immer mal hin wollte und das ist unglaublich. So viel kann man gar nicht mitnehmen. So viel Urlaub kann Nee, man gar nicht buchen. ja, ist richtig. Nee, also campen neben Auto ist und Super. Gut. bleibt so, wie Ja, es ist. genau. Genau. Wir haben auch betonierte Flächen, was die Flugplatzlandebahn da quasi ist. Da können natürlich nur Wohnmobile drauf. Da ist mit dem Zelt schlecht, aber ansonsten soll jeder neben sein Zelt campen, wenn er das möchte. Ja, Ja. hervorragend, cool. Genau, bei der Bandauswahl, du hast es ja dieses Jahr dann so ein bisschen miterlebt. Gab es da irgendwie vielleicht auch bei den Entscheidungen, bist du da mit drin? Gab es da vielleicht auch dann irgendwie vielleicht einen Künstler, wo du vielleicht besonders mitgefiebert hast, dass der dann vielleicht auch kommt, so jemanden, wo du sagst, boah, wenn ich Zeit habe, den möchte ich mir auf jeden Fall dieses Jahr mal angucken. Ich meine, sehenswert sind natürlich die meisten, weil das ist alles immer so unterschiedlich. Aber gab es da für dich so einen Punkt, wo du sagst, boah, das wäre geil? Also es gab natürlich, man weiß natürlich im Team, welche Bands im Rennen sind. Auch wenn sich da die Booking-Abteilung nicht immer und gerne in die Karten gucken lässt. Die möchten da gern bis zum Schluss ein Mysterium draus machen. Aber so irgendwann in Teamsitzungen wird dann doch mal gesagt, wer da gerade im Gespräch ist und woran es denn noch scheitern könnte oder wie gut die Chancen stehen, dass es klappt. Das war in diesem Jahr natürlich Judas Priest. Also als das quasi so teamintern durchgesickert ist, dass die da tatsächlich ein ernsthafter Kandidat sind, von dem Moment an, wo sie ein Kandidat waren, bis dahin, wo sie tatsächlich fest gebucht waren, da hat schon das ganze Team gehofft. Und selbst Leute, die da keine Judas Priest-Fan sind, aber einfach, weil das natürlich auch eine Band ist von dem Kaliber, die man jetzt nicht auf dem Rockhart alle Tage sieht und nicht vermutet und vielleicht auch nicht zugetraut hätte. Ja, es ist halt einfach, ich weiß nicht, was hatten sie letztes Jahr? Ihr 50-jähriges Jubiläum oder irgend sowas. Also ist schon einfach eine Hausnummer in Sachen Rock und Metal, ganz viel in der Musikgenre geprägt, sage ich mal. Ich habe Ja. diese Priest mehrfach gesehen. Mir geht es gar nicht darum, dass ich die unbedingt sehen möchte. Zumal, wenn man auf Rockhards arbeitet, man kaum eine Band sieht, weil man Das, hat ja ja, nichts. glaube ich. Davon mal abgesehen. Aber so, aber es hat schon ein bisschen gekribbelt, weil man halt, wenn man schon weiß, man arbeitet da und diese Band spielt auf diesem Festival. Was man irgendwie noch von 2005 als 2000er Festival auf dem Sportplatz kennengelernt hat. Also da ist schon ein bisschen Kribbeln dahinter. Ja, eine Frage habe ich noch. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wenn es was ist, was du, also sag ich mal so, du dir oder das Team sich von den Besuchern und Fans wünschen könnte, gibt es da vielleicht irgendwas, was euch da besonders am Herz liegt, wo man vielleicht auch sagt, oh, vielleicht hat es eine schwierige Dynamik angenommen oder einfach, wo man halt sagt, hey Leute, keine Ahnung, da ist irgendwas, das wollte ich euch schon immer mal sagen oder mir immer von euch wünschen. Ne, muss nicht unbedingt ein Wunsch sein. Eure Chance oder deine Chance, das jetzt einmal an die paar Zuschauer, die hier einschalten, das rauszuhauen. Also die Rockhaus-Besucher sind tatsächlich sehr, sehr diszipliniert. Also man müsste sie eigentlich loben.
Das geht davon, dass man quasi nie, also nicht in den letzten 10, 15 Jahren, nie einen Müllhaufen vorfindet, auf dem ganzen Gelände nicht. Also das ist extrem vorbildlich. Sie ertragen auch sehr, sehr, also wenn ich sie jetzt mal loben darf im Gegensatz, sie ertragen auch Sehr sehr, sehr gerne, ja, gut natürlich. das Anreiseproblem. Und wenn es eine Bitte gäbe, die aber in den meisten Fällen ja nicht realistisch ist aufgrund von Entfernung, Anbindung, dann wäre das alle Leute aufzufordern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ja. Es gibt halt nur diese aus zwei Richtungen kommenden Zufahrtsstraßen und es gibt halt nur diese zwei Zufahrten aufs Gelände und es lässt sich halt nicht umgehen, dass es dort bisweilen auch einen mehrstündigen Rückstau gibt. Es Also sind im halt nur Endeffekt, zwei Sachen am Straßen. So. Aber das ist jetzt natürlich eine unrealistische Bitte. Wer die Möglichkeit hat, Fahrgemeinschaften bilden. Sowas liegt uns tatsächlich am Herzen. So. Die Leute sich irgendwo außerhalb irgendwo treffen, ein Auto da irgendwo stehen lassen, meinetwegen auf dem Parkplatz irgendwo bei dem Lidl in Quedlinburg oder keine Ahnung. Und dann zusammen ihre Sachen packen und nur mit einem PKW aufs Gelände kommen. Weil das würde alles ein bisschen mehr entspannen. Jeder hätte wieder ein bisschen mehr Platz für sich herum. Die Anreise wäre ein bisschen entspannter, aber das ist jetzt nichts irgendwie, wo ich jetzt sagen muss, boah, wenn das die Besucher machen würden, dann werdet ja. Nee, also da, das ist so eine freundlich gemeinter Traum, sage ich jetzt mal, wo ich auch selber weiß, dass er sich nicht in allen Fällen und immer In bewerkstelligen der lässt. großen Masse wahrscheinlich nicht, aber wenn der ein oder andere das ja schon mal macht Ja, und umsetzt, ist das doch das, schon mal das, ein das wäre Anfang, ja. tatsächlich schön, aber ansonsten habe ich vor allem lobenswerte Worte über das Publikum, weil die wirklich sehr diszipliniert sind. Wir haben wenig bis gar keine Probleme mit irgendwelchen Ausfällen, irgendwelcher Art von Publikum oder so. Selbst im noch so angetrunkenen Zustand, alles friedlich. Der Platz danach sieht aus wie geleckt. Die Leute, die gehen auch hinterher und sammeln Müll selber noch ein. Und ja, also da muss ich sagen, da Ja, bin ich schon ja. sehr, sehr zufrieden, auf diesem Festival unterwegs zu sein. Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank, Kai, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und mir, beziehungsweise auch den anderen, die vielleicht noch gar nichts vom Rockhard so sehr gehört haben, hier so ein bisschen so den einen oder anderen Einblick geben konntest. Ja, ich denke mal, sonst für euch da draußen habe ich natürlich alle wichtigen Links unten in den Infopanel reingemacht. Link, Social Media und so weiter. Ihr wisst selber, Klicks und Likes sind die neue Währung. Wenn euch da euch was interessiert, ein Festival, haut raus, ne? Ihr kennt das mittlerweile selber. Und ansonsten hast du vielleicht noch ein Abschlusswort, den du den Leuten mit auf den Weg geben willst, jetzt ganz kurz. Ansonsten habe ich, glaube ich, größtenteils meine Fragen tatsächlich auch durchbekommen. Das ist Ja, auch, also schaffe ich auch nicht immer. super. Nee, also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das diesjährige Rockharz. Wer noch Interesse hat und vielleicht jetzt nicht so großen Anreiseweg hat, es gibt noch Tagestickets. Man kann für die einzelnen Festivaltage noch Tickets kaufen. Beinhaltet dann halt kein Camping und keinen Zugang zum Campingplatz mehr. Aber wer da vielleicht Interesse hat, vielleicht mal für einen Tag vorbeizukommen und sich vielleicht die ein oder andere Band anzugucken, könnte sich lohnen und dann ist man vielleicht im nächsten Jahr mit einem Festivalticket dabei. Genau, wäre vielleicht auch ein schöner, leichter Einstieg. Erstmal gucken, was da so geht und dann nächstes Jahr auch voll in die Vollen geht. Hervorragend, Genau. ja. Ja, dann danke ich euch da draußen für eure Ausdauer und dass ihr dann vielleicht auch sogar bis hierhin geguckt habt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an dich, Kai. Und ja, ich freue mich schon, dass wir uns dann auch nochmal dann vor Ort unterhalten. Und ich bin mal gespannt auf die Aussicht vor Ort. Darf ich noch was sagen? Ja, sicher, sicher, Ich sicher. wollte es schon immer mal auf YouTube sagen. Ein Abo da lassen und die Glocke klicken. Ja, stimmt. Ganz wichtig, sage ich ganz selten, weil. Aber ja, vielen Dank, dass es mal jemand anderes tut. Also sowohl bei mir als auch bei Mokat gerne alles drücken, was geht. Und ich glaube, damit sind wir jetzt raus und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.